begrüße euch endlich zu einem neuen Video. Jetzt habe ich mal die Zeit gefunden. Wir haben heute Feiertag, ich weiß nicht was für einen, was war das, Tag der Deutschen Einheit? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Und da kann man okay Krawall machen und da dachte ich mir, fährst du mal eine Runde mit dem Trecker, weil der soll jetzt zum TÜV und da will ich jetzt mal immer mal ein bisschen eine Runde drehen, mal gucken, dass alles geht, weil der stand jetzt so ungefähr ein halbes Jahr und ist nicht viel gefahren bei mir. Und weil bei mir in den Kommentaren unter meinen Belarus-Videos immer mal die Frage aufkam, wie ich denn meinen Belarus schalte, weil viele wussten das nicht, weil er hat ja sowas wie unsynchronisiertes Getriebe, musste halt zwischenkuppeln beim Hochschalten und beim Runterschalten, musste halt zum Beispiel von der 9 in der 8 sehr viel Wind rausnehmen und dann satt Zwischengas und dann geht die 8 rein wie Butter. Und das zeige ich euch jetzt erstmal. Also zumindest die, die es interessiert und die, die es wissen wollen, der Rest kann vorspulen. Da zeige ich euch noch, warum das alles jetzt so lange gedauert hat mit den Videos und Bibabo und vielleicht noch ein bisschen dauern wird. Fangen wir es mal an. Also wenn ich nichts dran habe, fahre ich meistens in der 8er an, die ist hier links. Dann kuppeln, Gang raus, kuppeln, 9, Gang rein. Ich war jetzt ein bisschen zu langsam, drum hat er ein bisschen gekratzt. So, und das ist dann, da beschleunige ich halt und dann, wenn ich abbiegen will oder anhalten will, nehme ich Wind raus, richtig Wind raus auf die Bremse, weil der Sprung von der 8 in die 9 ist groß, kuppeln, Gang raus. Hat Zwischengas und die 8 ist drinnen. Wenn ich jetzt noch weiter runter will, kuppeln, nochmal Zwischengas, 6 ist drinnen. Wenn ich jetzt viel Last dran habe und muss schnell anhalten, schalten wir nochmal hoch, zwischenkuppeln, 8 rein, zwischenkuppeln, 9 rein. So, nochmal anhalten, also vom Gas runter, bremsen ist noch nicht klar. Auch nicht erklären. Kuppeln, Gang raus, voll Zwischengas, 8 rein und die geht butterweich ohne zu kratzen. Wenn ich weiter runter will, kuppeln, Gang raus, Zwischengas und die 6 rein. Und so geht das halt weiter mit den Gängen bis runter, was man aber nicht braucht. 6, 8, 9 reicht, denke ich. Ich zeige es noch mal kurz trocken. Also wie gesagt, hier ist ein Leerlauf. Wie gesagt, der 8 ist drinne. Wenn ich nichts dran habe, jetzt habe ich nichts dran. Mit der fahre ich meistens an, es sei denn, es geht irgendwo sonst wie berghoch. Dann gebe ich Gas, fahre die bis fast in ihren maximalen Drehzahlbereich, weil wenn du die zu weit ausfährst, kratzt du trotzdem. So, dann kuppelst du, nimmst den Gang raus, gehst von der Kupplung runter, kuppelst wieder und gehst vor in die 9. Und dann fährst du normal weiter wie beim Pkw. Das ist ja klar. Das muss ich ja nicht erzählen. Wenn ich jetzt anhalten will, fahre ich in der 9. Mal angenommen 3/4 oder Vollgas, was auch immer, wie jeder halt fährt. Dann gehe ich vom Gas, bremsen runter, so weit wie es geht. Ich muss natürlich vorausschauend fahren, wenn ich Last dran habe. Weil wenn ich keine Last dran habe, dann muss ich meistens so nicht runterschalten. Da geht es meistens in der 9 um die Kurve, ohne irgendwas hinten dran. Und dann gehe ich, wie gesagt, auf die Bremse. Wenn ich ihn so weit runter habe, wo ich denke, dass ich auf der Maximaldrehzahl vom nächsten kleineren Gang bin, dann kupple ich, nehme den Gang raus, gehe von der Kupplung runter, gehe voll aufs Gas, dass er immer hochtourt, kupple sofort und drücke der 8 rein und dann bremst er mich mit der 8 runter. Der Sprung von der 9 in der 8 runter und von der 8 in die 9 hoch ist nämlich größer wie der von der 6 in der 8, wenn man es jetzt umrechnet. Weil die 9 bleibt, egal in welcher Gruppe, immer gleich. Du musst halt bei dem unsynchronisierten Getriebe immer, wenn du runterschaltest, auf die Maximaldrehzahl vom nächst kleineren Gang. Also wenn du jetzt noch schneller bist, als der 8. Gang laufen kann, kriegst du den nicht rein, ohne dass es ratzt. Weil dann bremst, musst du den mit dem Schalthebel beim Reindrücken, wenn du Zwischengas gegeben hast, auch musst du den mit dem Schalthebel noch runterbremsen, das Zahnrad noch anhalten. Und das ist halt nicht unbedingt das Gesündeste, wenn man das immer so macht. Ich meine, wenn du richtig zu tun hast, 2 5-Tonner mit Holz oder was weiß der Kuckuck hinten dran, richtig Last, die drückt,
dann kann das mal Sinn, dass das mal ratzt. Aber wenn du so normal fährst, mal Anhänger dran mit ein bisschen Erde drauf oder was, ich denke mal, bei uns hier ist es relativ flach. Da sollte das irgendwann nicht mehr kratzen, wenn man das ein bisschen gewöhnt ist. Ich habe das früher auch nicht so gewusst mit dem Runterschalten, aber einfach irgendwann mal probiert. Und wer so eine Karre heim hat, muss sich einfach drauf setzen und muss es ausprobieren. Das setzt natürlich voraus, dass die Kupplung noch gut ist. Bei meinem 50er, den ich noch habe, ist die Kupplung ziemlich runter, da ist es schon schwierig, die muss ich mal machen. Der hat ja hier unten die im Blech ausgespart mit dem Flacheisen, mit dem langen, was runtergeht, da habe ich vorne schon das Blech ausgespart. Also bei dem 50er, nicht bei dem. Damit die Kupplung noch ein bisschen weiter vorgeht, dann ging es schon wieder halbwegs. Um den geht es nämlich demnächst auch mal, weil den will ich mal rausholen in meinem Außenlager. Der soll mit auf meinem Betriebsgelände unter das Schleppdach, weil der steht, dort wo er steht, steht er nicht schön. Der soll jetzt nicht noch im Winter da draußen stehen. Und wie das bei dem unter dem Schleppdach jetzt aussieht, kann ich euch jetzt gleich zeigen. Ich fahre jetzt nach Hause und dann seht ihr mal, warum ich jetzt lange kein Video gemacht habe und warum ich immer keine Zeit hatte und so weiter und so fort. Das erkläre ich euch gleich. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz beim Anfahren und noch mal anhalten beim Runterschalten, dass ihr es noch mal gesehen habt. Und dann müsst ihr selber das Beste draus machen. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen und es war verständlich erklärt. Und wenn nicht, da müsst ihr noch mal in die Kommentare schreiben. Da muss ich noch mal näher drauf eingehen. Aber näher kann man eigentlich nicht drauf eingehen, weil es ist dann einfach reine Übungssache. So, und dann hatte ich ja erzählt, dass ich seit März diesen Jahr selbstständig bin. Und das ist halt das Problem mit den Videos. Dann hast du halt, ist halt immer Arbeit, Priorität. Und da kannst du halt nicht immer alles filmen und machen und tun, weil vieles muss einfach schnell fertig werden. Und nebenbei machen wir auch noch hier das Betriebsgelände. Kann ich euch mal zeigen. Wir machen gerade hier einen Hof unterm Schleppdach. Ist alles ausgebaggert und gemacht und getan. Hier ist alles leer geräumt. Hier hinten habe ich schon gedämmte Platten dran gemacht. Hier steht jetzt der Allgäuer gerade drunter, damit er nicht draußen steht. Weil die Betonplatten, die kommen erst. Also die wollen wir eventuell nächste Woche holen und die Woche drauf will ich sie dann legen. Das sind solche DDR-Straßenplatten. Und ich denke, billiger kann man einen Hof nicht zulegen. Auf jeden Fall soll der ganze Hof dann noch gemacht werden. Der sieht gerade noch ein bisschen aus wie Russland oder wie man es nennen will. Weil alles, was hier drunter stand, musste logischerweise dorthin, weil dort ist schon gepflastert. Oder halt dorthin und
die Trecker habe ich halt alle ausquartiert, damit die hier nicht rumstehen, weil wir hier mit dem Kipper rein müssen und raus. Und hier ist das Containerauto, das ist übrigens schon fertig. Das habe ich auch alles in der Zeit gemacht. Kann ich euch auch kurz zeigen. Der ist jetzt fertig. Auf der Straße hat TÜV. Da hatte ich die Hydraulik. Da hatte ich die Hydraulikzylinder neu abdichten lassen. Weil die sind ausgelaufen, die haben ja keine Kraft mehr gehabt. Dann habe ich mir oben noch so eine Plattform gebaut, die steht dort oben auf dem Containerhaufen. Und das ist der Container, den ich mal angefangen habe zu schweißen. Und dann habe ich noch einen Container mit Klappe hinten gemacht, neuen Boden rein, aber der steht aktuell auf der Baustelle. Da kann man super mit dem Bagger reinfahren, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir zwar die Plattform gebaut vorher, aber wenn du die Plattform mal nicht frei hast, kannst du halt in den Container reinfahren. Also ich habe euch schon einen Bagger reingeladen in der Rüttelplatte und alles mögliche, es geht einwandfrei. Auf jeden Fall haben wir hier schon die Einfahrt. Kann ich auch noch zeigen, habe ich noch gepflastert. Das haben wir auch alles 80 cm tief rausgenommen, damit richtiger Unterbau drunter kann wegen LKW überfahrbar. Dann habe ich hier noch Sandwichplatten zum Verkleiden und noch Pflastersteine für draußen für die Fläche. Dann geht's weiter. Fragen sich viele bestimmt, warum der Reo hier steht. Den möchte ich jetzt verkaufen. Der steht auch schon im Internet seit 2 Wochen knapp. Und ja, waren halt schon 5 Leute interessiert, wollten schon Anzahlungen überweisen, haben die große Küche gehabt. Aber keiner hat was getan und gemacht. Super Fahrzeug. Ich habe jetzt bloß leider keinen Platz und da müsste jetzt wieder Winter draußen stehen. Und das ist, gefällt mir nicht, das ist nicht cool. Wenn ich mal wieder ein bisschen Platz habe, dann würde ich mir sowieso einen 923er holen, einen größeren. Auf jeden Fall, wer da Interesse hat, kann mir mal auf Instagram schreiben. Könnt ihr mir mal eine Nachricht schicken. CM Motors 19, glaube ich. Wer mir noch nicht folgt. Ich kann es euch mal unten reinschreiben. Auf jeden Fall wisst ihr da erstmal die Sachlage, dass warum das jetzt alles so gedauert hat und so weiter. Ich versuche jetzt mal dann, wenn wir die Platten legen, dass ich mal eine Kamera aufstelle, dass ich euch dann einen Zeitraffer zeigen kann, wie wir das machen. Aber das kann ich nicht versprechen. Das ist halt jetzt aktuell alles ein bisschen viel hier, aber ich denke mal im Winter beruhigt sich das wieder. Und da kriegen wir das hundertprozentig regelmäßig hin, dass ich jeden Sonntag, wie ich es immer gemacht habe, ein Video rauskriege. Und ja, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.